Ja, ich habe irgendwie so gemerkt, dass Leute jetzt irgendwie so zusammenkommen. Aber sonst ist alles noch wieder im Alten, aber es ist halt traurig, dass sowas passieren muss. Kann man nicht ändern, so Sachen. Spürst du das in der Stadt noch, wenn du in der Stadt rumläufst, spürst du das, dass das passiert ist, der Anschlag? Jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber als da passiert ist, hat man so gedacht, ey, das ist irgendwie von meiner Familie und so. Ist halt schon traurig, weil man hat die Leute gesehen und so alles und es hat hart gewesen, so Sachen. Also ich weiß nicht, ob sich so viel verändert hat. Ich hätte gehofft, dass es mehr bewegt irgendwie. Ich glaube halt im Nachgang des Anschlags hatten die Leute so eine Überzeugung von, naja, das ist dieser eine Volltrottel, der sich hier irgendwie verrannt hat in so einer Ideologie. So, aber wenn wir den beiseite schaffen, dann ist alles wieder cool und easy. Und es wurde nicht so reflektiert als ein systematisches Problem, so, sondern eher ne, dieser eine Typ, dem geht es halt schlecht und um den müssen wir uns eigentlich kümmern. Ne, also jede Woche steht hier immer noch der Stadtnazi auf dem Marktplatz so, und der kann da stehen und mit seinem Auto irgendwie so da seine Reden schwingen und dann stehen da die Leute drumherum. Ja, und es scheint niemanden sonst weiter zu stören irgendwie, man nimmt es so hin irgendwie.